Jo, Hallöchen, hallo und herzlich willkommen beim neuen Livestream von Red Dead Redemption 2 hier auf dem wunderschönen Roleplay-Server Wildfired. Ja, ich habe jetzt die Streaming-Rate wieder ein bisschen runtergeschraubt, wegen diverser Metagaming-Vorfälle. Ganz lassen kann ich es aber auch nicht, einfach weil Videoproduktion bei mir halt so lange dauert, bis ich da auch Material dafür zusammen habe, für die Videos dauert das und wie ich die produziert habt, ja, halt auch, ihr wisst es. Ja. So, wir spielen heute wieder Shooter und ich habe heute mal vor, ein paar Samen zu besorgen. Diese Oleandersalbei-Samen, die gibt es erstmal nur bei dem Weißen. In Valentine muss ich mich mal in die Stadt reinschmuggeln, aber heute passt es, weil es dunkel ist. Und mein Fettchen, wo ist das? Ach da. Im Gestrüpp hat es sich versteckt. Ja, und den Sattel hat es auch nur, weil ich jagen war. Den machen wir jetzt wieder runter. Na gut, jetzt habe ich da irgendwie noch das Sattelhorn hängen. Warte mal. Und den Steigbügel auch noch. Sattelhorn. Oh Gott, das ist ja umständlich. Sattelhorn? Nee. Sag bloß, das Sattelhorn geht nicht wegzumachen. Warte mal, ich schicke dich nochmal. Wenn ich die jetzt wegschicke, ist der Sattel dann noch da oder nicht? Ist die Frage. Ich schicke sie mal weg. Müssen wir jetzt halt nur ein bisschen warten. Ich kann die nicht sofort widerrufen. Aber auch nicht schlimm. Können wir schon mal Sachen ausrüsten und so. Ruckel die Ruckel. Und Bola-Muni muss ich mir auch noch bauen. Gucken, ob hier Enten unterwegs sind. Ich glaube, nachts immer eher weniger. Scheiße, es dämmert schon. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Eine Enti, eine Enti, eine Enti. Da hinten ist was. Könnte aber auch eine Bisamratte sein. Nee, das sind Ohrenschnäbel. Das ist gut. Ups. Umschalten. So. Hi, Faruk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Scheiße. Also der Wind steht doch eigentlich gar nicht so übel. Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich durch das Wasser schleichen. Zu laut. Aber gut, das zu wissen. Das ist da drüben. Nee, das ist nichts. Das sieht nur so aus. Und Pferdchen. Und ich habe jetzt in-game erfahren, dass es in der Wüste Bretonen in Schwarz gibt. Finde ich immer richtig gut. Also ich würde mir einen Breton nicht zähmen, obwohl das richtig klasse Pferde sind, aber ich mag die Optik von denen nicht. Die sind mir zu fett. Um es genau zu sagen. Und Andalusier wurden gesichtet und wegen denen will ich heute auch nochmal gucken gehen. RP-technisch habe ich natürlich schon weitergespielt. Ein paar Tage jetzt. Da ist viel passiert. Wird es aber jetzt auch nicht unbedingt so weit spoilern, weil ihr wollt euch ja vielleicht auch noch auf die Folge freuen. Also, ja, das ist jetzt wieder mal so reingeschmissen in die Geschichte. Wir haben uns ein bisschen verstritten mit Lynn. Da ist jetzt Shota. Ich meine, sie hat es ein bisschen angefangen, ne, weil sie angefangen hat zu stänkern. Lynn hat es aber was gemacht, was sie überhaupt nicht gut heißen kann. Das ist eben ihre, ja, ihre Stellung als Kriegerin vor einem Krieger der Weißen schlecht zu reden, ne? So ein bisschen, weil sie
Ja, ich arte das jetzt nicht weiter aus, weil. Aber es ist jetzt nun mal so. Und wir müssen das jetzt ausspielen. Ihr Stolz ist gekränkt und das, deswegen schmollt sie jetzt ein bisschen. Also, Lind ist jetzt erstmal abgehakt. Oh, wen haben wir denn da? Doch noch ein Ohrenschnabel. Also sage mal. Immer wenn ich versuche, die zu schießen, hauen sie ab. Wenn es eine Bisamratte. Pass mal auf, ich warte jetzt hier. Die werden ja gleich wieder landen, denke ich mal, wenn ich mich hierhin begebe. Ja, mit dem Lager bin ich umgezogen. Leider sieht man es ein bisschen. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht ein bisschen versteckter ist. Da hinten im Wald, das Lagerfeuer. Aber hier kommen so selten Leute vorbei. Ich glaube, das kann man mal machen. Das war echt gruselig. Ich habe die letzten Tage, ich zeige es euch mal kurz auf der Karte. Hatte ich hier. Erstmal Karte laden lassen. Hier gibt es so eine Siedlung, so eine alte verlassene Indianersiedlung. Da stehen nur noch kaputte Tipis rum und in der Mitte so ein weißes Tipi, ne, also ein eckiges, mit so Art Schulbänken drin und einer Tafel. Und da stehen auch Worte drauf, die Shota aber nicht lesen kann, sind drei Stück. Und da hat sie jetzt dem letztens mal den Sheriff gefragt, ob der mal gucken gehen kann, was da dran steht, weil sie kann ja nicht lesen. Und das war richtig gruselig. Als ich da mein Lager hatte, um mich von Eto zu verabschieden mit einer Art Zeremonie, sind da ganz, ganz eklige Geräusche aufgekommen. Keine Ahnung, was das war. So ein richtiges. Ich dachte, die Zombies sind los. Keine Ahnung, was das für ein Vieh war, ob es überhaupt ein Vieh war. Echt ekelhaft. Keine Ahnung. Ja. Hatte zur Folge, dass Schotter direkt umgezogen ist. Na. So, da wir jetzt gestanden haben, werden wahrscheinlich auch keine Ohrenschnäbel da sein. Nee. Ohrenschnäbel. Auch süß. Der Name. Wieso steht's denn jetzt da hinten? Jetzt kommt's wieder mit dem Sattel an. Na, sowas Dämliches. Dann bleibt ja das. Okay, ich probiere es nochmal, den Sattel auszuziehen. Diesmal fange ich mit dem Sattelhorn an. Vielleicht bringt das ja was. Nee, bringt nichts. Naja, haben wir jetzt halt so ein schwebendes Sattelhorn da, was wir nicht wegkriegen. Das ist Steigbügel. Vielleicht muss ich doch noch ein Sattelhorn. Oh, Entschuldigung, fertig, wollte ich nicht anschießen. Vielleicht muss ich mir. Das sieht ja dämlich aus. Naja. Tun wir mal so, als existiere das Ding nicht. Mal gucken, bringt's was, wenn ich die Satteldecke entferne? Geht das Ding dann weg? Sattel, Bügel, Taschen, Gepäck, Zaumzeug, Holzgar, Masken, Sette? Nee. Kann doch Schabracke heißt das dann hier, ne? Nee, das ist immer noch da, das Ding. Nee, beim Sattelhorn tut sich nichts. Na gut. Dann ist es so, dann haben wir da halt so ein fliegendes Sattelhorn vorne dran. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht aufgefallen ist, hätte es mich auch gewundert. Bisamratte. Nee.
Das sieht aber schön aus heute. Wollte schon sagen, na, fliegst du weg? Ja. Fliegt weg. Da schwimmt ein Pferd. Wo will denn das hin? Das ist mir auch letztens schon aufgefallen. Irgendwie spawnen hier entweder Menschen oder Pferde in dem Fluss. Sehr, sehr eigenartig ist. Die kommen dann aus dem Nichts und schwimmen dann ans Land. Ist immer sehr lustig. Da hat man immer das Gefühl, da kommt gerade so eine Einwanderer. Oh Gott, das Pferd ist total erschöpft. Guck mal, da hinten hängt der Kopf. Oh, armes Pferdchen. Was ist das eigentlich für eins? Nee, eine Geierschildkröte ist das bestimmt nicht. Ein Tennessee Walker. Meerjungfrauen, ja? Ja, genau, Meerjungfrauen in Form von Männern. Begrüße ich natürlich auch. Schon wieder eine Möwe. Ja, hier sind die eingewanderten Pferdchen. Sowieso sehr viele Wildpferde im Moment, habe ich so das Gefühl. Maronenmörling. Ja, das sieht maximal bekloppt aus da mit dem Sattelhorn. Das gefällt mir nicht, Pferd. Da müssen wir was. Kriegst du halt heute deinen Sattel auf. Kannst dich ändern. So. Ja, Steigbügel. Da gefällt mir. Ja, den ich dir gekauft habe, besser. Gut. Das sieht immer so lustig aus. So, wir huldigen noch eine Runde der Sonne. Während wir so ganz in uns gekehrt sind und der Sonne huldigen, sehe ich natürlich auch Enten. Das ist sehr gut. Manchmal braucht man sich nur hinhocken und ein bisschen gedulden. Manche Tiere kommen von selbst zu einem. Das ist irgendwie auch genauso mit den Bisons. Ich habe mich da eigentlich nur hingesetzt. Die Bisons waren, ich weiß nicht, 20 Meter weg. Dann kam irgendwo aus einer Richtung Washishu, hat die alle in meine Richtung getrieben und plötzlich waren sie da, ne, und haben mich nicht zur Kenntnis genommen. Ah, hier. Der Bäckers Lieblingslied. Hallelujah.
Da waren sie, die Enten. Mist. Aber das ist ja mal voll der Geheimtipp für Federn hier, ne? Mist. Ich mal, sitzen hier oben auch welche? Nee. Der Fluss hier ist sowieso echte Spitze, um Federn zu bekommen. Hier kriegst du so viele Enten und die Einwanderer sind... Oh, da ist wohl ein Boot gesunken und hat Einwanderer mitgebracht. Seit wann ist denn da das Boot? Das fällt mir echt gerade erst so... Das ist sehr lustig. Das ist ein bisschen krass laut. Wartet, ich stell's runter. So. Gut, wenn ich da jetzt drauf schieße, dann komme ich da eh nicht ran, nehme ich mal an. Und probieren kann man's. Ne. Was war denn das jetzt? Na. Das werden immer mehr. Hilfe! Moschischus überall! Ich muss hier weg!
Das ist wirklich sehr lustig. Die sind auch schon Einwanderer. Hilfe, da hinten auch. Dass man die Rehe immer aus dem Wald raustreibt. Ach Mann, ich habe kein Messer. Verdammt. So, jetzt aber. Hallo? Okay, das ist meine Maus gerade. Ich bin wieder. Wo war ihr Uniha? Jetzt. Ach, jetzt. Nee, okay. Nie, gut, nur ein Stern, macht aber nichts. Muss ein bisschen Fleisch durchkochen, hab nichts mehr zu futtern. Schön kalt heute, mein lieber Scholli. 5 Grad nur. Mann, was die immer abdrehen, kurz bevor man sie hat, das ist ja
macht denn eigentlich... Also den Zaun verstehe ich auch nicht ganz. Aber der wird schon irgendeinen Grund haben. Wahrscheinlich alt, wer weiß. Ja, so adlig mit den ganzen Lassos hat sich, glaube ich, nur das Pferd hier so krass. Obwohl es ja eigentlich schon Verbundenheit 4 hat, aber wenn ich mir dagegen das American Paint angucke, ist es ein bisschen gelassener. Mal ausprobieren. Vielleicht auch erstmal das American Paint ein bisschen weiter trainieren. Ja, hätte ich wissen sollen. Springen so darf man nicht, wenn man was am Lasso hat. Howdy. Wer denn das? Keine Ahnung. Schnell alles ablegen hier und dann weg. Nee, die Stockente will ich nicht. Nein, die Möwe will ich auch nicht. Ja, den will ich. Weg, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Nicht hierher kommen, bitte. Nicht hierher kommen. Oh, pardon. Oh, der schöne Krug. Schoda, was hast du für Stahlkappenschuhe an? Hm.
um die Ecke linsen. Sheriff scheint nicht da zu sein. Okay, wir wechseln mal das Pferd. Ich brauche jetzt kein Pferd mit Sattel. Gleschka, kommt mal dran. Geht aber anscheinend mal wieder nicht richtig. Nee, lädt nicht richtig. Der Schweif ist ein falscher. Ah, jetzt. Jetzt passt das. Manchmal muss man hier einfach mal ein bisschen durchwählen, dann kriegt sich das irgendwann wieder ein mit der Zeit. Okay. Glaube ich. Einfach manchmal nur so ein Ladefehler oder sowas, keine Ahnung. Was habe ich denn jetzt für Federn gesammelt? Ich habe jetzt eine Möwe, eine Ente. Immer nur noch 4. Ich glaube, da müssen wir mal auf Adlerjagd gehen. Aber ich glaube, hier beim Dakota... Gut, jetzt ist eine gute Zeit. Das dürfte jetzt so etwa gegen die frühe Mittagsstunde sein. Da könnte man manchmal schon Adler sehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf dem Server hier weniger Adler am Dakota River sind. Kann aber natürlich auch nur so eine objektive, ganz zufällige Einschätzung sein. Ich bin ja doof. Ich hab die Hälfte vergessen. Ich wollte noch Samen holen. Mann, ey. Bringt mich der Pferdeback immer so aus der... Fassung, dass ich schon wieder die Hälfte vergesse. Okay, wartet. Can you find me? Keine Ahnung. Oh.
Irgendwie ist das jedes Mal ein anderer Typ, der hier steht. Kann das sein? Hallo, ich würde gern was kaufen. Dankeschön. Ah. Da war er, da war er. 20. Soll sich ja auch lohnen. Dankeschön. Mann, bist du dreckig, Pferd. Hilfe, Hilfe. Gut getarnt jetzt. Ja. Blinkt wie ein Penny. Gucken, ob man hier irgendwo Adler sitzen sehen. Nee, das sieht nur so aus. War auch normalerweise immer so, dass auf Steinen mit einer Spitze oben drauf meistens auch immer ein Adler saß am Dakota River, aber ich glaube, hier ist es ein bisschen anders. Was? Eine Baumammer. Gott, die ist so klein, die trifft man gar nicht. Da war sie weggeflogen. Ja. Na gut, für so ein kleines Vogelvieh lohnt sich das auch nicht. Thank you.
Jetzt wäre eine Bola geil, weil wenn man da nämlich richtig gut trifft, dann trifft man zwei Vögel mit einem Schlag mit einer Bola, aber ich habe jetzt nur die Waffe und keine Munition dafür. Ein Bisser oder die? Ob hier noch irgendwas in der Nähe hockt? Nee. Schoter, wie siehst denn du aus? Ah, ein bisschen baden. Bisher keine Adler. Spätestens hier vorne, meistens auf den Inseln. Da sind auch ganz viele Steine im Wasser und da habe ich immer super viele Adler gesehen. Was heißt super viele, aber ich sag mal, da sind immer viele gekreist, auch geflogen. Nicht unbedingt gesessen, aber geflogen. Hier finde ich irgendwie gar keine manchmal. Also so Weißkopfseeadler, die meine ich. Nicht irgendein Geier, schon so ein Weißkopfseeadler. Ich glaube, größere Vögel geben auch mehr Federn. Also auf Spatzenfang gehen macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber mal gucken. Bachpflaume. Kann man die essen? Nee. Okay. Da ist noch irgendwas. Bisamratte. Jetzt? Hä? Das war eine Bisamratte. Kriegt man nicht mit einem kleinen Pfeil tot? Okay. Ich dachte, das wäre eine Ente gewesen. Ich hätte jetzt gar nicht drauf geachtet. Ups, Entschuldigung. Was hockt da? Eine Kröte.
Nee, schlecht mit Adler hier. Das ist aber eine Ente. Na also. Mehr geht nicht. Dann kriege ich wahrscheinlich immer bloß Fleisch, weil Fleisch bin ich echt gerade gut ausgestattet. Oh, da war es ja schon. Ja, normalerweise hier auf dem spitzen Felsen da, da sitzen normalerweise auch immer Adler um die Mittagsstunde. Was ist denn da los? Rehwanderung. Wind steht auch zum Jagen gerade extrem schlecht. Brauche ich nicht. Oder ich drehe mich nochmal um. Mal gucken. Das hier. Ein Lager. Oh, geil, ein Elch hinterher. Durch den Wald jagen, das ist echt extrem kacke. Das macht sich nicht. Mensch, warum musst du immer in den Wald rennen, Kollege, hä? Jetzt habe ich ihn. Oh, und da geht die Ausdauer runter wie nischt. Krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ja! Ich wusste nicht, dass das so blau durchschimmert bei dem. Als ob der blaue Haut hätte. Sehr komische Färbung, der Kerl. Ich ziehe gerade was, was genauso groß wie mein Pferd ist. Schon lustig. Muss ich mal gucken, wie ich wieder nach unten komme. Ich meine, ich kann ihn sowieso nicht komplett verkaufen. Ich bin gerade am Überlegen, schleppe ich das Vieh jetzt nach Valentine oder nicht? Cool wäre es auch, ne? Macht Eindruck. Ich mach's jetzt einfach mal. Ah. Ja.
Ja, die Apachen werden immer mehr und die Lakota immer noch Singleplayer hier. Ja, wobei, man steht ja nicht gegeneinander, das finde ich auch schon mal gut. Das hätte ich hier, glaube ich, auch ein kleines Problem. Aber, letztens ist da so eine Sache aufgeflogen, die nur auflegen konnte, weil einer seinen Sappel nicht halten konnte, obwohl er den eigentlich halten sollte. Die Schota in ein schlechtes Licht rückt. Und ich weiß nicht, ob das so... Ja, inwiefern das Bahnen schlägt oder nicht. Also inwiefern, wie viel großen Umfang das Ganze sich auf der Spielewelt jetzt hier irgendwie verbreitet, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Oder ob das alles Indianer-intern bleibt, das weiß ich natürlich nicht. Ui, $4,5, schick. Hätte ich jetzt aber eigentlich mehr gedacht, weil 4,5 kriegt man ja manchmal schon für einen Gabelbock. Na gut, okay. In die Büsche ziehen kann ich ihn ja jetzt nicht mehr, ne? Wenn der gehäutet ist. Nee? Okay, gut. Schade. Und ich habe gesagt, du bist kein Zimperlieschen mit dem Lasso, ne? Ich nehme alles wieder zurück. Du bist auch so ein kleines Zimperlieschen. Federn. Ja, dann muss ich ja von irgendwas Federn bekommen haben. Eine Stockente hatte ich. Hat die anscheinend nochmal 3 Federn gegeben. Zurück zum Lager. Ah, ich zeige euch nochmal den Platz, den ich meinte. Da ist der. Also Schota traut sich da jetzt nicht mehr so wirklich hin, seit dem Vorfall. Es war halt auch wirklich eigenartig, dass sie nach dem Chanumpa Makwa Oloa, den sie gesungen hat, da eben diese komischen Erscheinungen passiert sind. Stehen schon wieder harmlose Pferde auf der Straße. Dann zog auf einmal dieser dichte Nebel auf und dann kamen diese komischen Geräusche.
Aber die kann man, glaube ich, auch nur erleben, wenn es nachts ist. Weiß ich nicht. Also im Tage habe ich die da noch nicht gehört. Schon ekelhaft. Sind das? Nee, das sind keine Adler, oder? Nee, das sind Bussarde. Oh, warte, die setzen sich. Gibt es da irgendwas zu holen? Warte, ich glaube, da muss ich mal einen größeren Pfeil einlegen. Irgendwas fressen die da. Können. Nee. Wow, geil, eine Ente. Hab ich die vorhin? Ich glaube, ich habe die vorhin. Ja. Aha, alles klar, cool. Kann man hier mit einer Ente die Bussarde anlocken, aber keine Adler. Komisch. Komisch, komisch. Drei Federn, oh, sehr geil. Sehr geil, ich habe keinen Sattel. Ärgert mich das. Man könnte ja ein paar Federn mehr bekommen, wenn man einen Sattel hätte. Habe ich bestimmt schon bemerkt. Doch nicht.
Oh, verdammt! Meint ihr, Pfeile das? So hochzielen kann ich nicht. Ich Nackenstarre. Es geht nicht. Verdammt. Selbst wenn ich abgestiegen bin, geht das so nicht. Ach, in die Ego muss ich gehen. Ah, gute Idee. In die Ego gehen, dann geht's. Okay. Das wäre eigentlich auch so ein Ort, wo ich mich als Adler hinsetzen würde. Aber hier sitzen keine. Nee. So, hier hatte Shota ihr Lager. Und da hat sie nachts hier oben drauf gesessen. Feuerchen hatte sie hier. Da hinten ihr Tipi, so ein bisschen versteckt hinterm Hügel. Ja, und dann kam hier aus dem Wald, kam so eine ganz, ganz eklige, krächzende, ich weiß nicht was. Ein Vogel war es nicht. Ein Säugetier könnte ich jetzt auch nicht zuordnen, war irgendwie extrem gruselig. Und neblig war es auch noch. Da steht's. Run, run, run. Kann jetzt Shota natürlich nicht lesen, weiß nicht, was das heißt. Aber, wer das wohl dran geschrieben hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das hier so ein missioniertes Lager gewesen sein oder sowas. Mit einer Schule, wo die Kinder auch. Ja, Washisho sprechen und nicht das Indianisch. Und schön den christlichen Glauben annehmen, ne? Einen christlichen Namen, alles drum und dran. Deswegen heißen heutige Indianer meistens, haben die meistens einen christlichen Vornamen, also sowas wie, was weiß ich, Matthew, Douglas, sowas. Und dann hinterher ja, den eigentlichen Namen auf Englisch, also zum Beispiel Gefleckter Adler, Spotted Eagle oder so. Also Douglas Spotted Eagle ist auch so ein Künstler. Dann können wir noch mal. Ach ja, ich wollte eigentlich noch Pflänzchen anpflanzen. Machen wir jetzt auch gleich noch. Und dann ein schönes, deftiges Brutzeln. Fleisch. Gutes, saftiges Fleisch. Tempo rausnehmen, hier sind auch meistens irgendwo Entchen unterwegs. Da hinten. Ein Peking-Ent, was ist das? Nix.
Macht Snack und weg ist es. Ich bin über einen Fisch gelatscht. Tut mir leid. Hier auf dem Baumstamm. Was für ein chilliges Plätzchen. Mal mit. Hab eine Idee. Ups. Ich jetzt noch mal hoch. Ist das nass? Leg die jetzt nämlich vor mein Lager aus. Nicht beißen, bitte. Dann gucke ich mal, was da geflogen kommt. Oder sonst so gelaufen kommt. Nachts ist nicht, Wölfe dürfen eigentlich nicht kommen. Obwohl ich, glaube ich, auch schon tagsüber Wölfe im Fort... hieß es Fort Mercer? Hieß es Fort Mercer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Da hinten, wo die Indianerbehausung ist, im Westen. Da hatte ich auf einmal Wölfe mitten im Fort Mercer am helllichten Tage. Ich dachte, was macht denn ihr hier? Frühaufsteher oder was? So, Lager ist hier. Dann hau ich das mal. Mir dürfte es auffallen. Ich pack das mal hier auf den Stein. Bin gespannt, was da geflogen kommt. Kleines Seepferdchen, hä? Es ziehen Wolken auf. So, wir brauchen Gerätschaften. Schere brauche ich noch zum Stutzen. Dünger habe ich, glaube ich, nicht dabei. Funktioniert meistens sowieso irgendwie nicht. Ich habe, glaube ich, immer den falschen Dünger. So, und dann können wir mal Entchen da drüben... Wo war es denn jetzt? Ich glaube, da hinten. Ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, der Stein da hinten war es. Die Samratten. So. Dann mal los. Ja.
Oleandersage. Mhm. Heißt das. Da kriegt man dann, glaube ich, immer 2 oder 3 Oleander raus. Und momentan, Schroter versucht sich ja im Fisch trocknen, aber es funktioniert momentan noch nicht so richtig. Ich habe das aber schon mal angesprochen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und da ist, glaube ich, mit dem nächsten Update dann mal, sollte das dann wieder funktionieren. Da waren tatsächlich Fehler im Skript drin. Also dieses Räuchergestänge, was man sich aufstellen kann mit den Fischen, das war irgendwie defekt. Deswegen hat das nicht funktioniert und ich habe mich gewundert, hä, ich habe doch den Fisch im Inventar, wieso geht das nicht? Hm. Ah ja, aber ich freue mich, wenn es dann funktioniert. Und hier hat sie so einen lustigen Zettel gefunden. Er hing in Valentine. Hört, hört, ihr Württemberger, was ihr, wir euch schrieben. Ihr habt es gesehen und es soll es nun auch, und so soll es nun auch geschehen. Ein erster Auftrag, nichts Schweres ist, was ihr benötigt, ist Timing und List. So löse das Rätsel um den Ort der Vergabe zur rechten Zeit weitere Infos ich habe. Vor den Toren der Stadt ein Gebäude sich findet, daran zu sehen etwas, das am Himmel sich windet. Ihr könnt es erblicken am sonnigen Tag, doch zu Gabe aus den dunklen Wolken es mag. Das Gebäude im Schmuckstück, ein Schmuckstück von außen ganz fein, Blumen und Kopfschmuck, um zu sehen, kommt herein. Kommt dorthin an einem Tag der Arbeit. 7 Zeichen den Tag benennen, doch eines solltet ihr nicht, die Uhrzeit verpennen. Ab der 20. Stunde, wenn dunkel es wird, kommt gern herein und schau, welcher Auftrag sich verirrt. Seid euch bewusst, bleibt der Job unverwehrt, Schlimmes euch widerfährt. Irgend so eine dubiose Auftragsgeschichte. Finde ich aber ganz spannend, dass Schutter das aber nicht lesen kann. Muss ich mal überlegen, wen wir finden, der ihr das mal vorlesen kann. Und ich glaube, also sie kommt drauf an, wie es RP-lich dann rübergebracht wird. Also ich glaube, sie würde das einfach mal als ganz lustige Abwechslung mal mit irgend so einem Auftrag da mal probieren und würde das dann entlohnungslos machen, einfach so, glaube ich, oder? Gegen vielleicht, weiß ich nicht, was Weiße halt haben, was Indianer vielleicht gerne haben wollen, wie zum Beispiel Fusel. Schoter ist ja sehr, sehr bierliebhabend. Bier mag sie total. Ich bin durstig. Naja, gut, gucken wir mal. Huch. Okay. Nicht so ein guter Lagerort? Fragezeichen. Ich glaube, gesehen hatte mich nicht. So stutzen muss ich die noch, Mensch. Ganz verpasst. Stup.
gucken, ob sie schon was zu unserer Ente verirrt hat. Ja, da hinten ist was. Ich glaube, das sind Raben. Jetzt fliegen sie natürlich auch weg. Toll. Doch, Bussard. Hier sind Kolkraben. Boah, der ist aber groß. Kann ich einsammeln? Kleiner Vogelfriedhof hier. Ich nehme jetzt meine Trinkflasche. Ja. Mein Pferd fällt voll auf. Warte mal, ich muss das nochmal anders hinstellen. Das gefällt mir nicht. Guck mal her, Freund Nase. Wollte ich hier anleihen? Nee. Na, nicht aufregen. Ja, hier dürfte besser sein. Wen könnte ich denn da mal fragen? Mal gucken. Vielleicht läuft mir auch der falsch läuft, über die Nase, vor die Nase. Ich hab... Gut, habe ich alle. Ja, habe ich alle. Gut, reicht, reicht. Wir wollen uns ja nicht mit Arbeit überschütten. Dass wir wieder einen kleinen Vorrat haben. Kiste, Kiste, Kiste. So, dann brauche ich noch mal Salz. Brate ich mir so noch ein bisschen Fleisch durch. Zack. Ach so.
Kann ich gar nichts herstellen, ne? Verdammt. Denke ich, was herstellen. Jetzt. Beef Jerky. Fünf sollten klappen. Gut, 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 gut. Wo sind die hin? Wie viel Fleisch, Hilfe. 10 Stück immer noch. Ja. Oh, die ist leer. Gut. Kann ich wieder Salz sammeln? Habe ich wieder nicht. Honig. Und das da unten noch. Schafgarbe, so viel? Irgendjemand wird das brauchen. Die Frage ist nur, wer. Vielleicht unser Schamane, man weiß es nicht. 11 Feder mittlerweile, finde ich gut. Lager ich mal ein. Mal überlegen. Polarmunition, brauche ich Stein, Fasern. Das wäre auch noch so eine Sache. Aber ich wollte erstmal bei den Bisons gucken, bevor es dunkel wird. Schnell gucken, ob wir die Blümchen gießen müssen. Nee, nee, wir brauchen noch. Gut. Halt, ich muss das Feuer ausmachen. Obwohl so krass auffallen tut es eigentlich gar nicht, ne? Aber besser ist es. Schlange. Mal beruhigen. Falls da jemand ist bei den Bisons, müssen wir uns nicht gleich sofort aufmerksam machen. Du bleibst mal hier, Freundchen. Weiter hinten. Ja.
Hm? Waren die nicht hier irgendwo? Doch da hinten. Hier hinten. Und so wenige weiter. Wo sind denn die anderen hin? Nur drei? Oje. Ich will mal gerade gucken, wenn ich mich mit dem Wind bewege, wie schnell die aufschrecken. Also jetzt müsste ich mich fast in Geruchsreichweite befinden. Wir müssen jetzt eigentlich sofort abhauen. Nee. Noch riechen sie mich nicht. Dann hier hinterm Hügel irgendwo stehen? Hi, Stinger-Cat. Die mit dem Büffel tanzt. Nee, chillt er ja. Tanzen tue ich nicht mit denen, aber chillen. Noch chillen, bis irgendjemand kommt und die abknallen will. Guck nicht so. Nee, tatsächlich nur drei diesmal. Okay. Also Wind steht nicht direkt auf der Büffel, aber wenn sich damit jetzt jemand noch ein bisschen weiter nach links bewegt, sollten die eigentlich alle wegrennen. Na, der hier zum Beispiel, der da gerade läuft. Nee. Nee. Nix los bei der Büffel. Drei
allen Dingen. Und stehen hier manchmal 10. Krass, wie nah man kommen kann, obwohl der Wind so schlecht steht. Verwundert mich gerade ein bisschen. Ah, der guckt schon. Jetzt. Muss ich mir mal angucken, was ist denn das? Ach nee, das mag ich nicht, schnell weg.
auf dem Entenfelsen hat sie noch nichts niedergelassen. Ich bin zu weit geritten jetzt. Nee, ach, wenn die Blumen erst so dicht laden, ich glaube, dann fällt das nicht auf, dass ich hier eine Plantage habe. Da muss man ja wirklich direkt dran vorbeireiten. Ein Eimer. Ein Eimer. Hatte ich den nicht mit rausgenommen? Habe ich überhaupt einen dabei? Dankeschön, schöne Musik. Danke, danke. Das ist von Raimi Salazar. Frag mich nicht. Mal kurz gucken, ob der Titel mit da steht. Love Mountain. Raimi Salazar, Love Mountain ist das. Angeln war ich auch schon, seht ihr, aber das mit dem Fisch trocknen, das funktioniert noch nicht so wirklich. Wie würde das eigentlich gehen, in diesen Fischständer? Habt ihr denn die ganzen Fische, die man hier räuchern kann, trocknen kann? Muskelungenrezept gibt es hier noch nicht. Das vermisse ich ein bisschen. Jetzt habe ich so 2 große Muskelungen gefangen und kann die nicht räuchern. Ist ein bisschen schade. Ich würde den eigentlich... Stehe ich nicht tief genug im Wasser oder was ist das Problem? So knietief müsste doch aber gehen. Okay, das ist ein Problem. Kriegt der nicht aufgefüllt? Liegt das am Gewässer? Liegt das daran, dass ich im Lagergebiet bin? Ich gehe noch mal ein Stück raus. Probier mal einen Trick. Gucken, ob das jetzt funktioniert.
Nee, geht immer noch nicht. Hm. Muss ich mal im Lager gucken, ob es da volle Eimer gibt und ob man die vielleicht am Wasserhahn auffüllen kann. Wieder ein Bär. Komm, hau ab. Bringt doch Pfeifen nichts. Guck bloß du. Ja, doch, ich weiß. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Los, lauf, los. Ja, fein. Jetzt hätte ein Wolfsrudel von vorne angreifen müssen und ich wäre lost gewesen.
Ah. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Missing-411-Fälle? Ich gucke mir ja manchmal so Mythenkram ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob wir dafür... Naja, manche sagen, das ist alles schnulli und... ja, an den Haaren beigezogen. Irgendjemand hat halt eine blühende Fantasie oder so. Aber da gibt's ja... Fälle, wo Kinder spurlos im Wald verschwinden in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, gibt bestimmte Stellen von bestimmten Nationalparks, wo das passiert, wo Kinder da verschwinden und über Tage nicht auftauchen und dann entweder wieder auftauchen oder aber komplett verschwinden. Nicht nur Kinder, gibt auch Erwachsene, denen das passiert. Und besonders aufwendig ist, dass ein paar Kinder sogar wieder zurückfinden, die teilweise ja, 3 Nächte und Tage in strömenden Regen bei klirrender Kälte da draußen ausharren, dann wieder gefunden werden und denen fehlt nichts. Die sind einfach, die sind pudelmunter. Und da habe ich letztens gelesen, dass die indianischen Urvölker in den Regionen auch bestimmte Mythen hatten. Auch zu den, also das überschneidet sich so ein bisschen, auch zu den Regionen, wo dann bei diesen Missing 411-Fällen, also 411-Fällen geschrieben, dass sich das Gebiet überschneidet, dass die zu bestimmten Gebieten wirklich so den Mythos hatten, dass man da sich ja so gut wie gar nicht aufgehalten hat, weil man eben selber die Erfahrung gemacht hat, dass dort Menschen verschwunden sind und die Leute konnten sich das nicht erklären. Ne? Da hat zum Beispiel ein Stammeskollege neben dem gestanden und 5 Minuten später war er auf einmal weg. Und keiner konnte sich erklären, warum. Weil vorher hatten den noch alle gesehen, man hat mit dem gesprochen, der war da und plötzlich war er nicht mehr da. Und dann haben die sich gesagt, da ist irgendwas faul an der Geschichte und wir gehen da nicht mehr hin. Das ist... extrem angsteinjagend und auch dazu haben die sich natürlich zum Beispiel Namen ausgedacht wie Tal der Dämonen, so übertragen im Sinne, jetzt in unsere Sprache übersetzt oder sowas, ne? Oder Tal der bösen Geister, hast du nicht gesehen, weißt du schon, wie ich meine. Und jetzt eben, wo ich den Bären getroffen habe, fiel mir das nämlich gerade wieder ein, dass viele Kinder von diesen Missing 411-Fällen angegeben haben, entweder von einem Wolf oder einem Bären, 3 Tage oder 4 Tage, je nachdem wie lange die draußen waren, eben begleitet wurden und der denen quasi Schutz geboten hat in dieser Zeit, also auch Bären zu essen gegeben hat und sowas, also die auch zu Stellen hingeführt hat, wo die was essen konnten. Finde ich extrem beeindruckend, weil sich auch das wieder mit den indianischen Mythen überschneidet. Also bei den Indianern gibt es in diesen Regionen das Bärenvolk, nennt sich das. Das sind tatsächlich Menschen, die in Gestalt eines Bären im Wald leben und sich da um verschollene oder schwer verletzte Indianer kümmern. Hört sich jetzt für euch wahrscheinlich total nach Humbug an, aber... das ist halt, ich habe mir das halt so angelesen und irgendwie finde ich gerade extrem beeindruckend, dass sich das so super überschneidet und so stimmig miteinander ist. Muss nicht heißen, dass es dieses Bärenvolk wirklich gibt, muss auch nicht heißen, dass an den Missing 411-Fällen was dran ist, aber ich finde das, ja, diese frappierende Ähnlichkeit von beiden Sachverhalten finde ich halt extrem beeindruckend. Und insbesondere, also bei den Erwachsenen ist es eher weniger passiert, dass die wieder aufgetaucht sind, aber bei den Kindern. Und da wird auch gesagt in der indianischen Mythologie, dass dieses Bärenvolk nur den Indianern hilft, die wirklich rein Herzens sind und sich keine Schuld zu Lasten kommen lassen. Und da ist natürlich auch wieder klar, dass das Kinder, so rein wie die meistens auch sind, wahrscheinlich eher da wieder zurück nach Hause finden, als so ein Erwachsener, der schon was auf dem Kerbholz hat.
Ich will mal gucken, ob hier unser Kollege Brauner Adler wohnt. Also die Tür ist verschlossen, also nehme ich mal an, dass hier wirklich jemand wohnt, nur gerade nicht da ist. Meine Flasche auffüllen. Kann ich hier meinen Wasserkrug auffüllen? Nee. Irgendwas ist da buggy. Wasserflasche geht. Ich habe, ich glaube, das Level geht noch nicht. Ich glaube, so weit ist es noch nicht trainiert. Level 2 sind wir gerade mal. Das ist, glaube ich, Level 4. Wow. Okay, mach mal langsam, bevor du dich hier die Hufe brichst. Mal gucken, was bei den Apachen so los ist. Ob da ein voller Wasserkrug existiert und ob man den vielleicht auffüllen kann. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich extrem Durst. Oh nee, das geht. Das geht noch. Okay, alles klar. Ich habe jetzt gerade gedacht, meine Wasserflasche ist vielleicht auch verbuggt. Nee, Gate. Ja, ich bin verbuggt. Mein Pferd hat jetzt 8 Beine. Nee, 6, Entschuldigung. Rechnen ist nicht meine Stärke.
mag hier diese Serpentine nicht. Die geht mir voll auf den Sack. Kann man nicht einfach geradeaus durchreiten? Die Straße hätten sie besser anlegen können. Naja. Ach ja, und der Zettel da drüben ist verbuggt. Den kriegt keiner mehr vom Baum ab. Deshalb hängt er da noch. Nicht wundern. Ja. Einer da heute. So, gucken wir mal, dass wir uns eine Bola bauen. Die brauche ich nicht, das packe ich mal hier rein. Wahrscheinlich schon mehr als genug da. Dünger ganz viel. Gut, dass alles in Englisch ist. Keine Ahnung, was das heißt. Sinful. Blessed. Was ist das? Eine Zeitung? Okay. Dreckiger Wasserkrug. Leerer Wasserkrug. Ich nehme mal einen von denen mit. Dann nehme ich den mal wieder rein. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wir werden es sehen. Ich wollte gerade mal gucken, was braucht man denn für eine Bola? Fasern. Oh, da haben wir aber viel. Gucken wir mal 10. Und Stein ist, glaube ich, auch noch sinnig. Wo ist Stein hin? Da. Gib mir auch mal 10. Und dann muss ich raten, was die nächste Zutat ist. Sechs Stein, ein Holz, 3 Fasern. Okay, also brauche ich mehr Steine. Um 2-mal Munition herzustellen, brauche ich 12 Steine.
Und Holz hatten sie noch gesagt, aber da hatte ich ja erst gefarmt. Das müsste ja eigentlich voll sein hier. Oh. Da haben sie aber ganz schön verwendet hier. Okay, dann muss ich erstmal Holz hacken gehen. Haben sie hier eine Axt drin? Nee. Habe ich die bei mir? Ja, gut. Dann werde ich mal ganz kurz Holz hacken gehen. Kann ich hier nur die Wasserflasche auffüllen? Ja. Da? Stimmt, eine Schlange oder sowas. Mist, der geht nicht. Grünzeug. Nee, der auch nicht. Ziemlich ertragsarm hier, was Holz angeht. Da gibt es auch bloß zwei, drei Bäume hier, die man nutzen kann. Hi, kleiner... Hans Löwen? Kleiner Hans Löwen? Hi,
kein Baum, der gutes Holz gibt. Ja, ja, ja. Beschwer dich auch mal. Ich glaube, der hier gibt noch was an der Straße. Oder? Nee, auch nicht. Ach, hier ist doof. Hier kriegt man kein Holz. Hätte ich das gewusst, dass wir Holz brauchen. Letzter Versuch der hier hinten. Ich brauche ja eigentlich nur zwei. Ja gut, vier Holz, glaube ich. Wenn ich zweimal Bolas bauen will. Nee, da muss ich woanders hin. Das wird hier nichts. Kriege ich denn jetzt Bäume her? Vernünftige Bäume. Auch was geben. Die doofen Pappeln hier, die bringen nämlich alle nichts. Was heißt die doofen Pappeln? Ein heiliger Baum. Tolle Pappel, schöne Pappel, brave Pappel. Wenn du bloß ein Holz geben würdest. Da oben aufs Plateau reite ich nicht, da sind zu viele Wölfe, das ist mir ein bisschen zu heikel. Da will ich nicht Holz ernten, weil du steckst dann halt auch in der Animation drin und wenn sich dann halt mal so ein Wolf überlegt, hey, die sieht ja lecker aus, tja, dann hast du Pech. Doreen Brill, dankeschön fürs Abo. Danke, danke. Ich wusste es. Oh, wartet. Pferdchen, geh mal aus dem Weg.
Die kämpfen sich wahrscheinlich erstmal durchs Gestrüpp durch. Mach dich weg. Der wird mir zwar nicht mehr angezeigt, aber der ist da noch. Bin mir ziemlich sicher. Gutes Pferdchen. Nicht abgehauen. Ah. Wo ist der? Inila, wo ist der? Jetzt habe ich mich erschrocken. Kann natürlich sein, dass der andere jetzt hier oben noch irgendwo ist. Wir werden es gleich sehen. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dankeschön für 4 Däumchen. Danke. Freue ich mich. Holte heute wenig AP ist. Apachen sind nicht da. Ja, und ist jetzt auch nicht, obwohl ich sonst AP haben sollte. Ja. Brauner Adel haben wir schon gescheckt, ist auch nicht da. Also nicht, zumindest nicht hier. Wer weiß, wo er sich rumtreibt. Ja, Patschen können natürlich auch sein, dass die nicht da sind, aber sonst treiben die sich eigentlich oft hier unten rum. Aha. Ha, getroffen. Er hat nicht getroffen.
Ups. Warte, warte, nein. Nein. Das war anders geplant. Wo bist du gerade? Warte. Da. Zwischen Armadillo und McFarlane's Ranch. Da unten. Da ist super viel mit Wölfies. Und auch hier oben, links auf dem Plateau. Ist nicht zu spaßen da nachts. Hast du zu tun. Der hat gesessen. Hey, Mister, nehmen Sie mal was mit. Oh, gutes Pferdchen. Hat sie doch bestimmt den Wolf verloren. Nee, hat sie noch. Sehr gut. Also wirklich weit gekommen bin ich noch nicht. So, holen wir den mal hier von der Straße runter. Und bestatten den ordentlich. Oha, uniha, nach Nietzsche, oh. Nee, Jacke hier. Vila Majaje. Achso, American Paint ist richtig gut. Oh, hier liegt noch ein Wolf. Obwohl der... Oh, der hat ein gutes Fell. Warte mal, dann tausche ich das mal eben aus. Ordnung muss sein. Und dann heute mal den. Mehr geht nicht, ich habe zu viel Fleisch im Inventar gerade. Huch, das war ich gerade. Mal ein paar Pfeile im Lager noch mal nachlegen in Köche. Jetzt haben wir bald, wenn wir sie brauchen, keine Pfeile mehr. Das ist dann natürlich kacke.
mal bei der McFarlane Insurance schon beigucken. Da haben wir ja noch so einen gewissen Schmied, der momentan die Weißen gegen uns aufhetzt und angibt, ihn hätten zwei Indianer überfallen, die er aber grandioserweise zweimal mit seinem Gewehr niedergestreckt hat. Halte ich für ein Gerücht, weil keiner bestätigen kann, dass das so war von den Indianern. Und Chota war es natürlich auch nicht. Noch nicht. Noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Allerdings steht dann der Schmied nicht mehr. Ich glaube, der hat einfach nur Schiss. Mehr hat er nicht. Muss man ein bisschen aufpassen wegen dem Puma, der ist ja auch unterwegs. Dann ist zum Beispiel eine Spur, die sehr verdächtig nach Puma aussieht. Aber haben jetzt sowieso keinen Platz für einen Puma und mitschleifen können wir den, glaube ich, mit dem Lasso auch nicht. Da ist er. Der Puma. Da hinten. Jetzt nicht gegen den Pfosten rennen. Das war knapp. Da weiß ich ja, wo ich hingehe. Wo willst du denn hin? Fragezeichen. Bist du auf dem Server? Andere Frage. Sehr schön. Der Morgen beginnt. Beste Zeit zum Holzhacken. Obwohl, so viel Zeit muss mal sein, wir müssen den Morgen huldigen. Moment. Noch eine Zigarette. Ja. Ach so, willst du Wölfe jagen? Nutze ich gerade mal, um einen Schluck zu trinken.
Ich will noch nicht so richtig hinterm Horizont vor. Ich glaube, ich verstecke sich auch eher so ein bisschen da hinten, so hinter den Bäumen. Nehmen wir gleich noch ein paar Steine mit, die brauchen wir ja auch. Ich meine, die hat man jetzt im Lager gehabt, aber man kann ja auch mal was reinlegen, wenn man was rausnimmt, ne? Oh, das war jetzt aber ergiebig, mein Leverschwalli. Dankeschön. Ja, es sind halt alles so ein bisschen Native angehauchte Lieder. Teilweise sind die auch von richtigen Native Americans gemacht. Ich habe Douglas Spotted Eagle im Repertoire. Was habe ich noch? Michael Laughing. Ich glaube, Michael hieß er. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, es sind so zwei von, also einer ist glaube ich Mohawk und der andere Spotted Eagle ist glaube ich Lakota, bin mir aber nicht sicher. Und das ist gerade, was habe ich hier? Night in the Red Mountains. Das ist glaube ich von Raimi Salazar, bin mir aber nicht sicher. Das ist auch ein Native. Mal gucken, ob in der Stadt viel Betrieb ist. Ich hoffe es nicht. Alles klar. Mach's gut, Doreen.
sieht erstmal leer aus. Wer ist das? Das sind NPCs. Na gut, selbst die müsste ich eigentlich mit einbeziehen, aber ich muss mein Fleisch verkaufen. Musik, hä? Ich meine, sie ist schön, keine Frage. Aber, das war ich wieder. Gehörsturz braucht man hier trotzdem kriegen, nicht, oder? Ja, und die Felle, die kriege ich natürlich nicht mehr runter, ne? Das ist, ja, nimmt da auch nicht. Da hilft nur Pferd wegschicken und wieder neue rufen, damit die weggehen. Ach halt, Mensch, hier der Körper, den muss hier natürlich nicht rumliegen. Ach, kurze Unterbrechung. So, jetzt bin ich wieder da. Meine Enten liegen da drüben immer noch rum. Die liegen da echt lange. Ich brauche mich gerade ein bisschen. So, mal gucken, ob wir jetzt den Wassereimer auffüllen können. Ich bin mal gespannt.
Der geht. Das ist ja komisch. Wieso geht denn der? Ist der jetzt aufgefüllt oder nicht? Warte mal. Geh mal raus. Wo ist er denn? Da. Nee, der ist leer. Also steht da, dass er leer ist, aber... Nee, der müsste jetzt eigentlich voll sein. Mal gucken. Weil die sind gerade generell buggy. Keine Ahnung. Jo, mach's gut. Kleiner... Hans Löwen. Ja, kleiner Hans Löwen. Tschüss. Oh cool, der Eimer hat sich aufgefüllt. Sehr gut. Kann ich die Sachen hier doch noch weiter anbauen. Sehr gut. Ach, ich hänge schon wieder an der Pflanze fest. Mal was trinken. Jetzt geht er wieder nicht aufzufüllen. Das gibt's doch nicht. Hey, da muss ich nachher mal Ticket schreiben. Dass die nicht gehen, aber... Da gibt's momentan sowieso ein paar Blämchen. Aber ich hoffe, die beheben sich dann bald. Also ohne Pflanzen anbauen ist natürlich kacke. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anders bewässern sollte. Durch Regen lässt es sich ja auch nicht bewässern, also geht eigentlich nur durch den Eimer. Ja, doof ist. Nehme ich den mal hier wieder rein. Hätte ich das gewusst. So ein schönes Schnitzel. Pferdekarotte habe ich auch noch, sehr gut. Gucken, ob wir hier oben noch ein bisschen Holz holen können für die Polas. Da war das Pferd weg. Da ist es wieder. Okay, Fasern sind voll. Baumharz habe ich bekommen. Brauche ich nicht. Fasern brauche ich auch nicht. Ich brauche eigentlich Holz. Ja, ich habe Holz. Ich
gucken, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, 2. Kann ruhig mehr sein. Mal gucken, ob ich die Fasern... Ach, du hast keine Satteltasche. Okay. Hat sich erledigt. Ich dachte, ich kann die Fasern auslagern. Halt, den kann ich schlagen. Jo, ich schlage dich. Dankeschön für ein Hartholz. Ah, der geht auch. Zellstoff. Genau das, was ich nicht haben will. Ich hätte gern Holz. Nach wie vor. Nehmen wir doch mit. Wo sind da hinten los? Ach, Pferde. Wildpferde. Ach, so viele Bäume und keiner gibt Holz. Das ist Beschmu, so viele Bäume und keiner gibt Holz. Und der hat's ein bisschen eilig, ja?
Hat sich wohl verfahren. Oh ja, ich kann Holz hacken. Sehr gut. Holz haben wir jetzt schon ein paar Mal wieder eingesackt. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, ja gut, ist jetzt nicht die Bombe. Kann ruhig mehr sein. Immer noch. Fasern, Zellstoff. Das? Breitblätteriger Rohrkolben. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ziemlich viele Bäume, nur kein Holz. Ist nicht schön. Wo kann ich denn noch mal gucken? Wo gibt es denn noch viele kleine Bäume? Meistens sind es ja hier die kleinen, die was abgeben.
Meistens. Nee. Bist denn du gelandet? Bergziege, du, ha? Huh? Brich dir nicht die Hufe. Sechs Holz. Oh je. An 10 Holz ranzukommen ist gar nicht so einfach. Ja, verholzte Pflanzenteile will ich eh nicht haben. Die schmeiße ich meistens eh weg. Ups, das war nix. Nee. Um die. Ah, wie geht's noch? Hör mich auf mit deinem Hartholz. Ich will ganz normales haben. Dankeschön. Ach so, jetzt kommt einmal das große Ausmisten. Na gut, Hartholz brauchen wir teilweise auch. Das einmal weghauen. Oh. Überlebt? Überlebt.
Oh. Iho. Ob du was Verzeihung. Wer du? Willi, der Name. Ah, Willi. Ah, schon gesehen habe. Ah, das. Ah, wir kennen. Ah. Ja, das habe ich mir merken können. Das Alter, ja, man leider vergessen ist. Wie gern. Ja, gut, gut eigentlich. Und selber. Oh, gehen gut. Freut mich zu hören. Mal danke schön für die Zigarette. Ich habe davon sehr gut schlafen können. Auch wenn ich den ganzen Tag einen ziemlich komischen Geschmack auf der Zunge hatte und mir so ein bisschen überrannt war. Ne? Habe ihn gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Ah. Lange nicht mehr. Verstehe. Hm, wollen haben noch eine? Ich glaube, da würde ich nicht Nein sagen. Dann würde ich dir aber gerne was im Tausch anbieten. Ein Bekannter von mir, wie hieß er nochmal bei euch? Brauner Falke hat gesagt, ihr mögt. Oh, danke schön. Ihr mögt. Ihr könnt Federn hier brauchen. Das? Oh, ich glaube, du meinen. Wambliri, ha? Heißt ein brauner Adler, ha? Er sich nenne. Oder brauner Adler, ja, ich war mir nicht mehr ja ganz so sicher. Hm. Ha, können gebrauchen Feder, aber wir nicht, mich nicht müssen haben, ha? Können jagen selber. Ja, wenn ich die schon habe, ich hab die. Du hast mir ja beim letzten Mal schon was gegeben und lass mir mal gucken, wo haben wir sie denn? Wieso habe ich. Ja, so bitte sehr. Oh, das viele. Oh? Ja, Bieler, ich kann da ja nichts mit großartig anfangen, außer ein Kissen damit zu schlupfen. Und ich habe, und wie der Braune Adler ja schon meinte, ihr könnt da wirklich mehr mit anfangen. Ah, du, wissen, wo seien diese Braune Adler? Wir haben es zuletzt vor 2 Tagen gesehen, da ist er. Hier in Blackwater war der dann. Hm. Seitdem habe ich ihn jetzt nicht mehr gesehen. Er ist jetzt die letzten Tage öfter mit mir geritten und hat mir gezeigt, wie man jagt. Ja. Ah. Ja. Er hat mir sogar versucht beizubringen, mit dem Bogen zu schießen, aber da habe ich absolut kein Talent für. Da fliegen die Pfeile überall hin, nur nicht dahin, wo sie sollen. Ich habe es ja nicht mehr so die Namen, ne? Ah. Hm. Weil brauche einen Kraftarm. Ja, Schulter. Die Kraft von der Jugend habe ich nicht. Weil das ist schon vorbei bei mir. Aber helfen, wenn du ich nur kurz zeigen, ha? Ja. Du nehmen einen Bogen, ha? Ja, ja. Und dann ziehen von unten, ha, machen Arm gerade, richtig gerade. Und dann, wenn du ziehen, du heben Arm, ha?
So. Ja. Immer von unten, oben. Ha? Von unten nach oben, ja. Und dann, du, haben mehr Kraft. Ha? Aha, aha. Ja, ja, das hat er ja leider mir nicht so gut beibringen können. Der ist ein bisschen ungeduldig, was das angeht. Ja. Hm. Nicht schlimmer. Ha. Du, haben gesehen, wieder tote Bison. Gestern habe ich einen toten Bison gesehen. Oh. Ja, da bin ich gerade aus der Stadt rausgekommen und da kam mir schon die Büffelherde entgegen. Ich sag mal so, hätte ich meinen Kahn nicht hier gehabt und hätte mich drunter verstecken können, ich glaube, da hätten wir mich tot hier getrampelt. Hm. Und als ich dann die Strecke da entlang, weil in der Nähe von den Büffeln, da sind ja öfter mal ein paar von diesen Gabelböcken, habe ich dann halt wieder ein Kadaver gefunden. Waren Seien auch, Bison, ha? Ja. Haben, also seien sicher, seien Bison. War auf jeden Fall ein Bison. Den haben, ja. Wer auch immer den geschossen hat, der hat ihm nicht mal das Fell abgezogen. Also wer das gemacht hat, der muss wohl viel Spaß dran gehabt haben, auf das Tier zu schießen. Also, das klingt vielleicht ein bisschen unschön, aber er sah aus wie ein Käse. Nicht schöner. Überhaupt nicht schön. Haben auch vor 2 Tagen gesehen, tote Wapiti liegen auch nicht genommen von Wapiti, was brauchen. Liegen da einfach. Ja, wie ist das eigentlich bei den Wapiti? Also der Braunhaar hat gemeint gehabt, da müsste ich mir vielleicht eine Erlaubnis bei euch holen, wenn ich die überhaupt schießen darf. Er meinte, also die bei den Bisons wusste ja schon, dass das euch heilige Tiere sind. Ich glaube, bei der Wapiti war ja auch, dass es durchaus einige Stämme gibt, die sagen, das sind auch für die heilige Tiere. Ah. Oh. Ich kann mich da ja nicht so aus. Ich bin ja schlicht nur eine weiße Nase, ne? Kennen auch nicht viele Volk. Kennen nur Lakrota gut. Arapaho eine wenig. Weil ich lange gehen mit einer hatten damals in Stamm suchen Zuflucht. Ja. Waren eher skeptisch. Arapaho seien lange Geschichte machen. Krieg mit Lakrota. Damals. Dann kommen nur Shishu. Land werden klein, werden eng. Arapaho bieten an Kraft für gegen Shishu. Dann wir kämpfen zusammen. Aber ich wisse. Ja. Am Tag, wo wir uns beide ja quasi kennengelernt haben, etwas. Ein bisschen später, als die Sonne schon knapp vorm Untergang war, da sind wir nochmal zwei deiner Brüder begegnet. Die schienen weniger rätselig zu sein als so, ja. Ich kann nur von Glück reden, dass der Bonard mit dabei war. Ich glaube, ich wäre da nicht so glücklich bei rumgekommen. Wie sah ihn aus? Große stattliche junge Männer. Ja, ich glaube, einer hatte halt eine Tierhaube auf. Die haben ja zwar ihren Namen Wolf gesagt, aber ich und mein Gedächtnis, ne? Können sein mutiger Wolf, ha? Mato Nashoba heißen? Sein Arapaho. Ich kann aber nicht sagen, das seien diese böse. Ich sag generell zu niemandem, dass er böse ist, solange ich ihn halt nicht kennengelernt habe, ne? Damals Rote Feder hat er ja dasselbe gesagt gehabt. Hm.
Ja, man kann ja wirklich nur jemanden beurteilen, wenn man ihn wirklich kennengelernt hat, ne? Stimmen. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass, also mehr durch Zufall, ihr seid ja anscheinend mit dem Sheriff Beans gut befreundet. Also, wir kamen ja, also ich habe gehört, dass ihr wohl nach einem neuen Siedlungsgebiet sucht, wo ihr eure Tipis aufschlagen könnt. Ne? Ich nicht suchen. Nach Apache suchen. Achso, das ist jetzt wieder. Apache, ich durcheinander bringen. Achso. Apache, also. Die Lakota und Apache sind dann also hier, gut. Ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kann man auch auf Shoshone zu sprechen, aber ich glaube, das war. Davon gibt es hier keine, oder? Ich habe nicht kennengelernt eine. Ja. Kenne nur Apache. Apache. Aber mit dem versteht ihr euch, oder? Ha, ich mich verstehen. Ja, ist doch schön. Aha. Ja, das ist auch gut so. Seien freie Feder gehen hier da. Haben keine feste Ort. So frei wie der Wind, ne? Immer den Herden nach. Ha. Ja. Immer gehen mit Gabelbock oder Wapiti. Ja, da hatte mir damals Rote Feder ja auch vorgeschwemmt, wie schön das eigentlich war. Aber naja, das ist so, was ich gerade sagen muss, dass, wo der weiße Mann hinkommt, da wächst halt kein Gras mehr, ne? Das ist immer so ein bisschen problematisch. Da wachsen auch keine Bison. Ja, das stimmt. Ja, das, ja, so ein Massaker, also ein richtig großes Bison-Massaker, das habe ich ja während des Kriegs dann, schon gesehen gehabt. Das war auch nicht schön. Ne? Ich höre viele Schießen aus diese Eisenpferd heraus, ha? Schießen tot, wenn fahren vorbei an Herde. Ah, du meinst die Eisenbahn, ja. Ja, davon habe ich schon mal in der Zeitung gelesen. Oh. Ja, ich bin selber nie mit dem Zug gefahren. Ich habe ihn schon zweimal gesehen, aber ist mir nicht ganz hier heuer. Ich habe gehört, wenn man damit fährt, soll es einem echt schlecht gehen, ja. Oh. Weil die so unglaublich schnell fahren soll. Ha, ich habe ihn schon mal erlebt, versuchen, reiten hinterher mit meiner schnellsten Schunke. Ha, komme nicht hinterher. Ui. Ach. Ui. Das waren wirklich sehr schnelle Taschunke. Ja, die Pferde der Indianer, die werden ja überall hochgeschätzt. Ja, also das sind ja wirklich gute Pferde. Dass die da nicht hinterherkommen. Also ich habe schon Geschichten davon gehört, dass es Bahnräuber gibt, die ihren Pferden da hinterherkommen. Aber na gut, wenn so ein Altmann richtig schnell fährt, also das kann ich mir vorstellen. Also. Glauben aber auch, waren bessere von diese, wie sagen, Eisenbahn. Ne? Seien nicht die normale, seien andere. Ich kenne mich da nicht aus. Ah, die sind wirklich schnell gewesen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe mal eine gesehen, aber das ist auch schon ewig, ja. Das war irgendwie, glaube ich, sogar noch während des Krieges, habe ich mal eine gesehen. Du können vorstellen, wer schießt ein Bison? Also, eine Vermutung habe ich halt. Also, der wird halt bei uns gerne mal so Goldweste oder Goldjäckchen genannt. Lin auch sagen. Fragen also, mal nach Goldjäckchen. Also genau, Lin Schuhe, das ist schön. Ja, das ist irgendwie, das ist so einer von dem Kaliber, der besonders begierig nach den Dollars und so ist, ne? Der auch mit jedem Ton sagt, dass er reich ist. Also, ich sag mal so,
Wo finden? Wenn man den mal gefangen nehmen sollte, muss man ihm den Mund stopfen. Sonst fallen euch die Ohren ab dabei. Ja. Wo finden diese? Huh? Das kann ich leider nicht sagen. Ich habe den jetzt auch wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit dem Tag nicht mal, als wir uns kennengelernt haben. Ansonsten, den habe ich ihn wirklich nicht mehr gesehen. Oder wo sehen oft, hm? Habe ich den jetzt öfters gesehen? Ich müsste lügen. Ich glaube tatsächlich so in der Gegend um Sorverium habe ich den gesehen. Und in den Wäldern ist er halt viel unterwegs. Dann ich da mal suche nach diese. Ja, kannst du ja mal Ausschau halten. Ach. Aber aufpassen. Der ist nicht nur reich, der hat auch ein ganz fieses Schießeisen dabei. Du meinst, der schießen auf Mensch? Also auf mich hat er jetzt zumindest nicht geschossen. Also ich glaube, der versucht die Leute eher damit zu beeindrucken, wie wohlhabend er doch ist. Aber von diesem also Geld. Ich weiß aber nicht, wie er halt Indianer gegenüber steht, ne? Können denken, seien vielleicht so eine wie Schmied, wo reden viel. Falsche. Du meinst den Schmied, der hier auf der Farm wohnt? McFarlane's Ranch. Genau, ja. Der doch erzählen haben geschossen zwei Ikchewichascha, die kommen auf ihn zu. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe den halt auch erst gestern kennengelernt, den Schmied. Und ich fand jetzt nicht, dass der so... Also das Goldjäckchen, das redet deutlich mehr. Ohne Punkt und Komma. Wie soll ich das am besten beschreiben? Er redet so schnell, wie das Wasser fließt. Das stürzende Wasser vor allem. Und ich glaube, da ist er sogar noch schneller mit. Dann nicht wahrscheinlich Schwierigkeiten verstehen. Ja, da schaffst du ja am besten irgendwie Watte oder sowas in die Ohren. nicht, dass du danach taub bist. Werden sie ihn abfinden, diese. Ja, am besten machst du mal ein Bild von dem oder, ja. Also selbst als ich ihn gesehen habe, ist er halt immer mit so einer Kutsche, also so einer größeren Kutsche, als ich sie hier habe, unterwegs gewesen. Haben besondere Farbe? Deine sind so rot? Ja, ich habe das so lackieren lassen, weil mir die Farbe gefallen hat. Außerdem, das sieht man dann ja auch schneller, ne? Stimmt. Also ich habe ja kein Problem damit. Also ich bin ja früher, ich weiß nicht, du kennst bestimmt die Postkutschen, die immer rasend schnell durch die Gegend geflitzt sind. Kennen. Ja, das habe ich früher gemacht. Das habe ich viele, viele Winter gemacht. Ich glaube nicht, dich auch vorhin haben gesehen. Auf Berg, rasen wie Wind. Das kann sein. Ich glaube, ein Reh oder so hinterher geflitzt. Muss aber auch sagen, ich mag das mit der Kutsche zu fahren. Pferde sind was Wunderbares. Aber ich bin so auf dem Pferd zu reiten. Ich fliege da öfter runter als ein Küken aus dem Nest, sag ich mal. müssen üben reiten, Pferd, ha? Ja, ich muss mich wieder dran gewöhnen. So. Wir machen ja schon heben Kind auf Pferd, wenn seien gerade fähig laufen. Machen schon ganz früh. Ja, quasi, ja gut, ihr habt ja keine Sattel, aber quasi im Sattel geworden, ne? Kann man sagen. Ja, da habe ich mal ein Buch gelesen. Da gab es mal vor vielen, vielen Jahren, vor so vielen Generationen, da wussten wir Weiße noch nicht mal, dass es Amerika gibt. Und auch weiter, da gab es ein Volk, das hat auch im Sattel quasi gelebt. Die haben, wenn ich mich richtig erinnere, was damals im Buch stand, da wurden ihre Kinder quasi im Sattel geboren. Kannten dann halt auch nichts anderes. Und die sind auch mit Pfeil und Bogen und halt, kennst du Schwerter? Also im Grunde die langen Messer, die Blauröcke tragen. Nur ein bisschen anders aussehen. Große Messer? Ja.
Mit sowas sind die herumgeritten und haben dann bei uns damals auf dem, im judenalten Europa, da gab es halt auch sogenannte Ritter. Und die haben ihre Leiber vollständig in Eisen gehüllt und die hatten keine Chance gegen die. Mhm. Ja, wie hieß er denn nochmal? Mongolen oder so. Nicht wissen. Gönne war ich auf nicht. Jeden Fall ein Reitervolk. Gab es früher mal da drüben. Sei ein interessanter. Ja. Kannst du eigentlich Englisch lesen oder eher nicht? Wie meinen? Kannst du die Bücher lesen? Ja, ich nicht. Ah, da mir was einfallen. Ah, du können lesen? Ja, ich kann lesen. Ach, bin auch froh. Ich dir mal geben. Ah, du müssen vorlesen. Wollen wissen, was stehen drauf. Ja, das kann ich gerne vorlesen. Gucken, was hast du mir denn da gegeben? Moment, ich krieg mal die Brille zurecht. Oh. Ja. Ach ja, das wird. Oh ja, ja, ja. Oh ja, die Zettel. So, Moment, da steht drauf. Auftrag 1. Hört, hört, ihr werten Bürger, was wir euch schreiben, ihr habt es gesehen, so soll es nun auch geschehen. Ein erster Auftrag, nicht schwer es ist, was ihr benötigt, ist Timing und List. So löst das Rätsel um den Ort des, den Ort der Vergabe, rechten Zeit, weitere Infos, ich habe vor den Toren der Stadt ein Gebäude sich befindet. Moment, ich muss gerade das Papier ein bisschen knüllen, um das da auch zu lesen. Vor den Toren der Stadt ein Gebäude sich befindet. Ah, daran zu sehen, etwas, das am Himmel sich windet. Ja. Das ist das, Himmel. Was ich gebe dir mal den Zettel zu. Also, die Zettel haben wir überall, auch in den Städten schon gefunden. Aha. So wissen wir, hängen hin? Ja, keiner hat eine Ahnung, wer das sein könnte. Aha. Die Sheriffs sind deswegen auch schon ziemlich sauer. Weil sei nicht gute, ha? Huh? Ja, also es gab ja vorher schon ein paar Zettel, die sich so ein bisschen wie eine Drohung angehört haben. Quasi Mord und Totschlag soll das Ergebnis irgendwie sein, diese komischen Aufgaben. Einer weiß so recht, wer das aufjagen hat und warum genau. Aber die Leute haben da schon irgendwie ein Auge drauf. Und diese seien so, versuchen jemanden für machen Auftrag, hm? Ja, anscheinend. Wer das auch immer geschrieben hat, der versucht die Leute da irgendwie die Aufträge erledigen zu lassen. So recht weiß ich auch nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, muss aber auch schon, die Zettel müssen wohl aber auch schon teilweise flattert sein, bevor ich hier angekommen bin. Du können vorstellen, welche Gebäude meinen? Ehrlich gesagt, nicht so wirklich, aber was im Winde flattert, da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine Flagge sein könnte. Flattert im Wind? Ja. Haben nicht geschrieben, Winden in Himmel? Huh? Ja, Winden im Himmel. Also könnte halt eine wehende Flagge sein. Die, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn das in Wind, dann windet sich das. Also da kann man sich so von etwa vorstellen, ja. Washishu haben auch so gerade Spitze auf Dach. Von Tipi. Nicht wissen, aus Eisen sein. Für was das? Gerade Spitze auf Dach? Meistens da, wo
stehe ein Tipi auf Hügel. Hm? Da gehe ein Blitz rein. Ah, so, ja, das ist ein sogenannter Blitzableiter. Das ist dafür da, damit der Blitz nicht in das Haus kracht und das Haus anfängt zu brennen, ne? Ah. Also quasi einen Städtebrand zu verhindern. Verstehe. Kann denn auch so eine sein? Hat man mal einen ziemlich schlauer Mann erfunden. Was hast du gesagt? Können auch so eine sein. Was meinen? In Zettel. Das kann natürlich auch sowas sein. Wer ist zu sagen? Aber vielleicht ist es natürlich, wenn irgendjemand das dann herausgefunden hat, dann zu sagen, was das war, aber... Jetzt gerade im Augenblick kann man ja nur raten, ne? Oh, kann nur raten. Ja. Aber dann ist dann auch die Frage, wo genau das dann sein soll. Ich wüsste jetzt, ich habe ehrlich gedacht auch noch nie so auf die Dächer in den Städten davon geachtet, wo dann halt gerade eine Flagge wehen könnte oder wo so ein Blitzableiter sein könnte. Ich glaube, hier... diese Glaubenstippi von euch. Ah, die Seilen, Kirche meinst du? Ah, haben so eine Eisen... wie sagen? Ein Kreuz. Ja, was sagen vorher? Blitzenleiter. Ja, Blitzableiter. Ah, können seine Kirche, ha? Von diese Ricciotti, ha? Das ist, ja, ich glaube, die Kirche... weniger, weil im Normalfall, also ich kenne zumindest keine Kirche, wo meine irgendwas dran gehangen wurde ans Kreuz, das flattert. Außer den Sohn unseres Herrn Gottes, aber der wurde ja festgenagelt. Festnageln? Ja. Also du hast ja sicher nur das eine oder andere Mal von unserem Glauben gehört. Von der Kirche her, ne? Nur ich wisse, wir nennen Gott, ne? Genau. Bei uns gibt es halt nur einen Gott, aber ihr habt ja gar keine Götter. Ihr habt ja, ihr glaubt an die Geister. Schöpfungsvater. Wir nennen Wakantanka oder Große Geist, ne? Ja. Lakota nennen Wakrantanka. Ich glaube, in Apache sagen Manitou. Ja, aber Apache sagen Manitou. Ah, seien Schöpfer machen Erde, wo wir stehen. Ja, unser Herrgott hat das auch gemacht. Ja, er hat die wunderschöne Erde, auf der wir stehen, innerhalb von 6 Tagen gemacht und am 7. Tag hat er die Hut. Von wie viel Tage? Ja, also in der Bibel steht, also in unserem heiligen Buch, er hat 6 Tage gebraucht, die Erde und alles Leben hierauf zu erschaffen. Ach, unsere waren schneller. Haben gemacht in 4. Oh. Ach, habe ihn gefragt, Hilfe. Habe ihn gefragt, diese Eisvogel. Habe ihn gefragt, Otter. Haben auch gefragt, Schildkröte und Biber fragen, können helfen, machen Erde. Dann waren nicht gut gewesen, haben viele falsch gemacht, waren schlechte. Und dann sagen, nicht wollen mehr, dass Menschen leben so. Reißen Erde auf und singen Regenlied und nach 4. Gesang füllen sich diese große Spalt in Erde mit Wasser, so viele, dass Menschen, Tiere ertrinken. Nur die, wo können fliegen wie Rabe oder schwimmen gut wie Schildkröte oder Otter oder Biber, die schaffen, überleben, ha? Auch Menschen sterben, alle. Und dann sagen, fragen,
Otter, Biber, Eisvogel und Schildkröte können tauchen bis unter Wasser, Rullen hochleben, damit ich machen können neue. Ach. Und erfragen Eisvogel. Eisvogel versuchen, tauchen tief hinab bis zu Boden, schaffen aber nicht, kommen schnell wieder hoch. Dann versuchen Otter. Otter auch nicht schaffen. Als dritte versuchen Biber, der schon länger brauchen, aber auch nicht schaffen. Und als letzte versuchen Schildkröte. Und die schaffen. Die holen hoch Lehm. Und aus diesem Lehm erformen Land, wo wir draufstehen. Das Land von Schildkröte. Und Schildkröte heute wachen unter Erde, passen auf alles halt zusammen. So was Ähnliches haben wir bei uns auch in der Schöpfungsgeschichte. Es gab mal vor sehr langer Zeit, da war die ganze Menschheit so verdorben, so tief ins Mark verdorben, dass der Herrgott sich bestraft hat, indem er eine Sintflut geschickt hat. Und damit quasi die ganze Welt entvölkert hat. Auch Tiere und Pflanzen, alles. Aber unter den Menschen gab es halt einen Menschen und seine Familie, das war Noah. Das waren herzensgute Menschen. Das waren tief im Glauben, ja. Und Gott sprach zu Noah und sagte, er solle eine Arche bauen. Das ist ein gewaltig großes Kahn, noch größer als die Eisenschiffe, die wir so heutzutage haben. Und er sollte von jedem Tier ein Paar mit aufs Schiff nehmen, damit später die Welt wieder bevölkert werden konnte. Mhm. Da kam wirklich jedes Tier mit drauf, sogar die kleinste Ameise. Ah. Ja. Das müsste ein großes Boot gewesen sein. Ein sehr großes Boot soll das gewesen sein. Heutzutage, viele von unseren weisen Männern, von unseren Schlauköpfen, sind heute noch auf der Suche nach der Arche Noah, ja. Und mit dieser Arche ist er 40 Tage und 40 Nächte mit seiner Familie und ganzen Tieren über dieses gewaltige Ozean, ja, der ist schon mal, ne? Und er hat jeden Tag immer eine Taube losgeschickt. Eines Tages ist dann eine Taube mit Distelzweig in Schnabel zurückgekommen und hat dann zum ersten Fleckchen trockene Erde quasi wieder gebracht. Und dann sank halt das Wasser und ja, dann wurde die Welt wieder bevölkert, ne? Oh. Sich fast hören an wie unsere. Ha? Ja, fast. Ah. Was? Aus was machen Mann und Frau? Nun, wir glauben, es hat früher mal ein Paradies gegeben, wo Menschen und Tiere im Einklang gelebt haben. Mhm. Unser Gott, der hat ja das alles alleine erschaffen. Der hat damals erst den ersten Menschen, das war Adam, erschaffen. Und aus einer Rippe von Adam, weil Adam so einsam war, hat er dann Eva, seine Frau, erschaffen. Ne? Mhm. Und Rippe? Eine Rippe von Adam, genau. Und das müssen wehtun, ha? Wahrscheinlich, aber Gott hat es so wahrscheinlich rausgezaubert. Hm. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Das weiß wahrscheinlich eher einer von unseren Geistlichen. Da müsste ich mal den Vater Lehmann fragen. Hm. Und ja. Aber wir Menschen sind ja nicht alle ganz so unschuldig, sag ich mal, ne? Damals waren sie, also als Gott und die ersten Menschen quasi erschaffen hat, also Adam und Eva, die waren nicht dumm, also sie konnten reden und alles, aber sie waren wie die Tiere gleichgestellt quasi. Mhm. Ich kann so in der Art wohl sagen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und eines Tages kam die Schlange und hatte halt Eva mit einer, mit der verbotenen Frucht halt verführt und ihr, also eine Seele gegeben quasi. Und Eva hat dann quasi dann auch Adam einen Apfel gegeben und den auch über den zu essen, obwohl Gott das vorher verboten hat, ja. Und dann wurden halt Adam und Eva aus
Also ein paradiesisch bisschen da. Oh. Und die Schlange, das war quasi, also bei euch gibt es ja die bösen Geister, bei uns gibt es den Satan, den Lucifer, den Teufel. Das ist das oberste Böse, das tief unter der Erde lebt, ja. Der hat halt die Menschen verloren. Oh. Oh, vielleicht wieder waren Teufel der Rufen. Haben gehört. Komische Geräusch. Ah, mal gucken auf Karte, ob du vielleicht wissen, was das sein. Dann hole ich jetzt auch mal eben mal. Ja, Moment, ich habe mal meine Karte, dann tippst du mal mit dem Finger drauf. Aha, seien, glauben, warten. Ja. Sehen Strawberry. Moment, ja, Strawberry, ja. Ah. Da gehen Süden, weg, Changku. Dann Gabeln ganz viele. Ja. Ah, und wenn du gehen rechts, da kommen so Siedlungen mit viele kaputte Tipi. Oh ja, da bin ich schon gerade vorbeigekommen, ja. Ah, und ganz viele von eure Kreuz da stehen. Auch. Und seien auch so kaputte Zaun drumrum. Ja, Box. Ja. Oh. Ah, da ich sitzen vor zwei Monden. Hab ihn gesungen für Bruder, wo nicht kommen wieder, ha? Hm? Oh. Und plötzlich tauchen auch so Nebel. Kommen ganz dicht. Nur können gucken, eine Arm lang. Und dann, ich höre so komische Geräusch. Nicht wissen, welche Tier so rufen. Waren so eine... Aber waren nicht diese... Wie soll ich sagen... Ein Puma, kein Bergkampfer? Opossum waren nicht, waren keine Shungmanitu, keine Wolf, keine Bär. Nicht wissen, was das. Du dich mal setzen hin, wenn Mond stehen höher. Dann du vielleicht auch hören. Dann muss ich. Also jetzt hast du mich neu gemacht. Also ich hoffe mal inständig, dass der Teufel sich da nicht niedergelassen hat, weil wenn, dann hätten wir wirklich ein Problem, ne? Oh. Wir Lakota haben auch so eine Mythos, wie sagen. Ja. Geben so Volk, kommen in Nebel, holen Indianer, machen tot. Cool. Und dann nächste Morgen ganze Dorf leer. Keiner wissen. Alle sagen, seien Indianer, wo machen zu viele Böse. Ha? Dann diese Volk kommen und nehmen von Land. Ha? Ich fast glauben, da so eine verfluchte Ort sein von diese. Können sein. Ich wissen auch, warum eure Kreuz da stehen, so viele. Also die Kreuze stehen ja auch für Gräber, also da werden wahrscheinlich ja noch die Menschen begraben. Wenn da wirklich so was Bösartiges ist, so der Teufel oder einer von seinen bösartigen Dienern, den Dämonen, da kannst du wirklich von Glück reden, dass keiner von denen dich hier gekriegt hat, Mädchen, weil dann hätten sie dir die Seele aus dem Leib gerissen und auf ewig im Fegefeuer gequält. Haben ganz schnell abgebaut, Lager. Wollten da nicht länger bleiben. Das verstehe ich. Hui. Waren wirklich hässliche Geräusch. Ich kenne einen Fuchs. Fuchse machen auch so ähnliche. Manchmal. Aber das waren wirklich grässlich. Ich hatte gehört, kommen von Berg aus Osten. Da diese Wald steigen. Gute Frage, was auch die Wiese sein könnte. Ich glaube, wenn ich den Pater das nächste Mal treffe, dann lasse ich mir mal ein paar Gläschen Weihwasser mitgeben und besprenkel da mal ein bisschen den Boden. Vielleicht übertreibt das dann ja die bösen Geister so ein bisschen. Weihwasser? Das ist quasi von Gott gesegnetes Wasser. Wasser, womit man Böses abwenden kann. Ja. Trinken große Schluck, ha? Also
Nein, normal trinkt man das halt nicht, ne? Das ist eher so trinken. zum. Nee, das wird eher zum Sprenkeln, also zum Spritzen halt verwendet. Oder halt, um ein Kind zu taufen. Ja, aber also bei uns ist es ja, wenn halt ein Baby offiziell quasi in die Gemeinschaft aufgenommen wird, geht man mit in der Gemeinde dann in die Kirche und da wird das Kind getauft. So, dass quasi Gott ein Auge mehr drauf hat, halt ein bisschen so Schuss in die Hand drüber halten, ne? Ah. Oder halt so einer von seinen Engeln, so ein Schutzengel. Oh, dann nicht. Vielleicht du auch hören, ha? Würden interessieren, ob nicht nur ich hören, dieser komische. Na, ich werd mal die Tage mal da auf jeden Fall vorbeigehen, wenn es auch mal dunkel ist und so. Ach. Und einfach mal die Lauscher spitzen. Die sind zwar auch immer die neuesten, ein bisschen mit Haaren verstochen, aber so ein bisschen was kriege ich ja noch mit. Sollte ich da was tun? Ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, nehme ich dann den Pater am besten direkt mit. Vielleicht kann er da ja schon einen Exorzismus machen. Ne? Machen. Ah, Pila Maya, ha? Für Gespräch. Bitte, ja. Ah. Was sagen die denn? War das schön, sich mit dir zu unterhalten und so ein bisschen was über dein Volk zu lernen, ne? Ah, machen gerne. Hören auch gerne von deine. Oder freue mich zu hören. Also gerade hier als alter Mann, ne? Man sagt ja bei uns immer, die alten Männer haben immer viel zu erzählen, ne? Die Weisheit von gelebten Jahren. Du aber können auch gut zuhören, ha? Das ist Oh ja, das. wichtig. Denn zu viel reden machen stumm und taub, ha? Ich Wie sag mal so, diese Goldjäckchen machen. der hört vielleicht mal kurz zu und hat die Hälfte, dann ignoriert er einfach. Weil ich hab ja auch 7 Kinder großgezogen, ne? Also da lernt man halt auch dem Wehwehchen der Kinder halt zuzuhören. Ne? Ah. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück auf deinem Weg, ha? Aber da wünsche ich ja auch, ja, wünsche ich Aha. ja auch. Und pass auf dich auf, Mädchen, Ah, ne? Erkälte nicht bei Regen. Was sagst du, was? Aber dafür habe ich ja jetzt einen besseren Mantel. Den habe ich mir dann einfach zugelegt. Ah. Aber so schnell sollte mich ein Schnupfen nicht erwischen. Ne? Ich bin verlangen hier noch Postkutschenfahrer. Bin ja Schlimmeres hier im Wohnleben. Ah, Doksa, ha? Mach ihn Ja. gut. Machen besser. Würde ich lieber. Ich mache dann auch mal Feierabend. War schön, dass ihr mit dabei wart. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.